Hallo, MK möchte Sie einladen, mit ihm zusammen wieder mal in Eisenbahnhistorie zu machen. Als erstes besuchen wir die als Vizinalbahn am 16. Oktober 1872 in Betrieb genommene Strecke von Georgensgmünd nach Spalt, dem Spalter Boggl. Bekannt und berühmt geworden ist diese Strecke in den 1950er Jahren als letzte Einsatzstrecke der durch die Bayerische Staatsbahn zwischen 1906 und 1908 beschafften Lokalbahnlokomotiven des Typs PTL 22, dem Bayerischen Glaskasten, der ersten einmännig zu bedienenden und zu fahrenden Dampflokomotive. Die letzten auf dem Spalter Boggl eingesetzten PTL 22, Baureihe 983, waren die Lok 98301 und 98307. Letztere ist auch heute noch als rollfähiges Museumsstück erhalten geblieben. Der Besuch der Nürnberger Eisenbahnfreunde am Spalter Boggl erfolgte im Jahre 1959, als das Ende des Einsatzes der letzten beiden 983-Lokomotiven absehbar wurde. Lok 98307 verlässt ihren Lokschuppen. Herr Oberlokführer Ammon bereitet seinen Glaskasten auf den Einsatz vor. Hinter den bayerischen Glaskastenlokomotiven waren auch artreine bayerische Lokalbahnwagen im Einsatz. Das Bekohlen der Lokomotiven erfolgte mittels Körben über ein Absturzgerüst. Diese Lokomotivtype war schon bei der Entwicklung 1906 durch die Firma Kraus aus München auf den Einmannbetrieb konzipiert worden, also ohne einen Heizer. Insgesamt 59 Lokomotiven dieses Bautyps wurden durch die Bayerische Staatsbahn von den Firmen Kraus und Maffei bezogen. Allerdings wurden nicht alle der 59 Lokomotiven bei der Übernahme der Bayerischen Staatsbahn durch die Deutsche Reichsbahngesellschaft mit übernommen. Die übernommenen Lokomotiven erhielten die Einheitsbezeichnung 983. Der Bahnhof Spalt in den späten 1950er Jahren. Er war seinerzeit eine lokale Berühmtheit als der letzte Bändiger des Bayerischen Glaskastens, Oberlokführer Herr Ammon. Die beiden Lokomotiven 98301 und 98307 waren die letzten beiden Vertreter dieses Loktyps, die bis zum Sommerfahrplan 1960 auf dem Spalter Boggl Dienst taten. Der Spalter Hopfenexpress unterwegs auf der 6.920 Meter langen Strecke von der Hopfenhauptstadt Spalt zum Anschlussbahnhof in Georgensgmünd. Auf dieser nicht ganz 7 Kilometer langen Strecke bestanden ursprünglich neben dem Abgangsbahnhof Georgensgmünd und dem Endbahnhof Spalt folgende Haltestellen: Hügelsmühle, Großweingarten und Wasserzelt bei Spalt, wobei die Haltestellen Hügelsmühle und Wasserzelt bei Spalt nach 1920 aufgehoben wurden. Am 28. September 1969 fuhr der letzte Personenzug von Georgensgmünd nach Spalt, wobei schon seit 1960 keine bayerischen Lokalbahnlokomotiven mehr vor den Zügen zu finden waren, sondern verschiedene Formen von Diesellokomotiven von der KÖF bis zur V60 und verschiedene Formen von Dieseltriebwagen auf die Strecke kamen. Mit Beginn des Sommerfahrplans 1960 verschwanden nicht nur die bayerischen Glaskästen, auch die bayerischen Lokalbahnwagengarnituren von der Strecke Georgensgmünd-Spalt. Der Güterverkehr dieser Strecke, für dessen Erhalt sich die Stadt Spalt
intensiv einsetzte, endete 1994. Zum 1. Mai 1995 wird die Strecke endgültig stillgelegt. Es fanden deshalb Abschiedssonderfahrten mit der Museumslok 86 457 statt. Ein vierachsiger Güterwagen amerikanischer Bauart fand sich am 1. Mai 1995 im Bahnhof Georgensgmünd. Und auf seinem Weg von Spalt nach Georgensgmünd begegnet uns der historische Dampfzug mit Lok 86 457 und Donnerbüchsen. Der Bahnhof Spalt am 1. Mai 1995. Abschiedsfeier für den Eisenbahnbetrieb. Der Abschiedssonderdampfzug im Bahnhof Spalt. Die Stadt Spalt, die so lange und energisch um den Erhalt ihres Bahnanschlusses kämpfte, erreichte aber dennoch, dass der Bahnhof und seine Gleisanlagen als Erinnerungsdenkmal an die Eisenbahnzeit in Spalt erhalten bleiben. Unser nächstes Besuchsziel, die am 1. Dezember 1894 eröffnete Lokalbahn Wickleskreuth-Winsbach. Auch auf dieser fast 12 Kilometer langen Strecke waren bis Anfang der 1960er Jahre ausschließlich bayerische Lokalbahnlokomotiven im Einsatz, zum Schluss die Baureihe 70. Die Lok 70093 rangiert in Winsbach. Und die 70er Dampfloks bedienten den Personen- und den Güterverkehr. Charakteristisch für die bayerische Lokalbahnlokomotive der Baureihe 70 war der große Abstand zwischen der Vorlaufachse und den beiden Treibachsen. Dennoch hatte diese Loktype eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Das Lokalbahnzügle von Winsbach nach Wickleskreuth beim Zwischenstopp in Neuendettelsau. Damals 1959 noch realer Eisenbahnalltag auf viele Nebenstrecken, heute ein Wunschtraum vieler Museumseisenbahnen, ein artreiner bayerischer Lokalbahnwagenzug. Und dieser wunderschöne bayerische Lokalbahnzug vor der Kulisse von Neuendettelsau. Doch der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. 1960 wurden die Loks der Baureihe 70 durch Diesellokomotiven der Baureihe V36 ersetzt. Die Dieselloks der Baureihe V36 entstanden in den 1930er Jahren für die deutsche Wehrmacht. Sie wurden 1948 durch die neu geschaffene Deutsche Bundesbahn übernommen und als V36 in ihren Lokbestand eingereiht. Lok V36 102 in Wickleskreuth. Diese V36-Lokomotiven waren Dreiachser, also C-gekuppelte Lokomotiven mit Blindwellenantrieb. Während die V36 den Güterverkehr der Strecke übernahm, wurde der Personenverkehr durch Schienenbuszüge der Bauart VD95 abgewickelt. Der Schienenbuszug, bestehend aus Trieb- und Steuerwagen, am Bahnsteig in Wickleskreuth und am Ziel seiner Reise im Bahnhof Winsbach. Und damals herrschte auch noch verhältnismäßig starker Güterverkehr auf dieser Strecke, den seit Mitte der 1960er Jahre die
neu geschaffene Diesellokomotive des Typs V100 von der V36 übernahm. Am Wochenende 21. und 22. Juli 1984 konnte das 90-jährige Betriebsjubiläum der Strecke gefeiert werden. Die Sonderfahrkarte zu diesem Streckenjubiläum, für das eigens auf der Strecke ein Dieseltriebzug der Bauart 614 eingesetzt wurde. Im Planbetrieb waren auf dieser Strecke damals die Schienenbusgarnituren der Baureihe VD 798 im Einsatz, ehemaligen VD 98 Schienenbusse. Der 614er ist nur zum Jubiläum da. Und damit haben wir unseren Streifzug durch zwei interessante mittelfränkische Lokalbahnen beendet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.